Hallo. Wenn es geregnet hat oder wenn du unter Steine schaust, kannst du sie überall beobachten. Schnecken. Sie gehören zu den Weichtieren, einem sehr artenreichen Stamm im Tierreich. Welche Tiere noch zu den Weichtieren gehören und welche gemeinsamen Merkmale sie haben, erfährst du in diesem Video. Danach wollen wir uns den Bau der bei uns heimischen Weinbergschnecke genauer anschauen. Die Weichtiere bilden einen artenreichen Stamm mit über 100.000 Arten. Neben den Schnecken gehören auch die Muscheln und Kopffüßer oder Tintenfische zu diesem Stamm. Der Körper der Weichtiere ist nur wenig gegliedert und meist symmetrisch aufgebaut. Sie besitzen keine Gliedmaßen, wie etwa die Gliedertiere oder Wirbeltiere. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com